In diesem Video werden die Ersatzschaltbilder bzw. Strukturen der unterschiedlichen Arten von Stromnetzen dargestellt. Zunächst der Einstieg in das vereinfachte Ersatzschaltbild eines dreiphasigen Vollpolgenerators mit einem angeschlossenen symmetrischen Drehstromnetz, wie wir es in Deutschland typischerweise im Niederspannungsbereich haben. Auf der linken Seite dargestellt dreiphasige Vollpolgenerator mit den drei Anschlüssen, mit den drei Leitern, mit den Anschlusspunkten U, V und W. Wir haben hier unten den stromlosen Neutralleiter nochmal dargestellt und dann die Verschaltung der drei Leiter in einer Stern- bzw. in einer Dreiecksschaltung. Die Spannungen, die sich zwischen diesen einzelnen Leitern ergeben, bezogen auf den Neutralleiter, das heißt die Spannung zwischen dem Leiter W und dem Neutralleiter betragen 230 Volt. Das heißt also, das ist die Spannung, die in einem Haushaltsanschluss anliegt. Der Vorteil ist, dass die Spannung zwischen zwei dieser Leiter jeweils 400 Volt beträgt. Das heißt, dass bei einer symmetrischen Belastung dieser drei Stränge U, V und W lässt sich die Spannung von 400 Volt zwischen zwei dieser Stränge abgreifen, beziehungsweise beim Leiter bezogen auf den Neutralleiter hat man dann die Spannung von 230 Volt und das Verhältnis, das heißt dieser Verkettungsfaktor als Verhältnis der Außenleiterspannung zur verketteten Spannung von 400 Volt ist die Quadratwurzel aus 3. Die Verschiebung, die Phasenverschiebung zwischen diesen dreiphasigen Drehstromkreis beträgt 120 Grad. Das heißt also, die Wechselspannung auf jedem Leiter ist oder jedem Strang ist um 120 Grad phasenverschoben, sodass sich daraus die typische Phasenverschiebung ergibt, die wir in einem Drehstromnetz nutzen können. Wie sieht nun das Konzept eines Drehstromnetzes aus und wieso haben sich Drehstromnetze durchgesetzt? Welche technischen Vorteile bieten diese? Die Drehspannungssysteme haben eine symmetrische Einspeisung aus den symmetrischen Generatoren. Auch die Betriebsmittel sind symmetrisch aufgebaut. Der Vorteil ist, dass die Verbraucher von Drehstrom eine weitestgehend symmetrische Belastung aufweisen, also insbesondere Motoren lassen sich damit sehr gut antreiben mit einer dreiphasigen Einspeisung. Einphasige Wechselspannungsverbraucher lassen sich auf die einzelnen Außenleiter anschließen, das heißt also, wenn einzelne Phasen lediglich benutzt werden, lassen die sich gleichmäßig auf die drei Leiter verteilen. Und es ist technisch relativ einfach möglich, diese symmetrische Dreileiteranordnung umzuwandeln auf eine einphasige Berechnung. Was sind nun die Vorteile der Drehstromtechnik? Warum hat sich diese Technik durchgesetzt? Durch die Möglichkeit der Transformation auf höhere Spannungen lassen sich Übertragungsverluste vermeiden, verringern. Wir haben durch die Rotation in Synchron- oder Asynchronmotoren, das heißt der elektrischen Energieerzeugung, der Strominduktion in Motoren erfolgt immer durch Rotation ein Drehfeldprinzip, was sich über dieses Drehstromnetz sehr leicht weiter verteilen lässt und dann auch wieder umwandeln lässt von der elektrischen Energie in Rotationsenergie zum Antrieb von Maschinen. Man hat eine zeitlich konstante Drehstromleistung in einem symmetrischen Drehstromnetz. Es wird kein Neutralleiter. Ist kein Neutralleiter notwendig in solchen Drehstromnetzen. Dadurch wird Leitermaterial eingespart. Falls einer der drei Leiter ausfallen sollte, lassen sich die verbleibenden Leiter nutzen, sodass dies zu einer Verbesserung der Netzstabilität führt. Und wieso hat sich dann daraus auch eine Entscheidung ergeben, dass die Frequenz, Wechselfrequenz im Stromnetz auf 50 Hertz ergeben hat. Zum einen sollen die Maschinen zur Stromerzeugung sich nicht zu schnell drehen. Das würde zu hohe Fliehkräfte verursachen, wenn die
Frequenz im Stromnetz deutlich über 50 Hertz läge. Das gleiche bei den Verbrauchern. Umgekehrt, bei zu niedrigen Frequenzen wäre die Transformation nicht so einfach. Das heißt also, die Wahl einer Frequenz von 50 Hertz im Stromnetz ist ein Kompromiss aus nicht zu schnell drehenden Maschinen und bei entsprechenden Frequenzen technischen Schwierigkeiten bei den Transformatoren. Hier ist ein vereinfachtes Ersatzschaltbild einer Freileitung bzw. eines Kabels zum Stromtransport dargestellt. Wir haben auf der linken Seite die Einspeisung, auf der rechten Seite die Ausspeisung. Und dargestellt sind einmal zwischen in diesem Ersatzschaltbild eine Leitungskapazität, bzw. eine kapazitive Reaktanz und ein Ableitungswiderstand. Und dann über die Länge der Leitung haben wir den Betriebswiderstand und eine Betriebsinduktivität bzw. eine induktive Reaktanz. Das heißt also, wie lassen sich diese einzelnen Bauteile als in dem Ersatzschaltbild verstehen? Wir haben einmal die Stromwärmeverluste im Leiterseil sowie im Innenleiter des Kabels, wiedergegeben durch den Betriebswiderstand. Der Spannungsabfall, der entlang der Leitung erfolgt, vom Einspeise- zum Ausspeisepunkt, lässt sich ermitteln aus dem Betriebswiderstand und der Induktivität. Das elektrische Feld, das sich um den Leiter entwickelt, lässt sich beschreiben über die Leitungskapazität C. Darüber hinaus die Ableitfähigkeit der Isolatoren über diesen Ableitungswiderstand, der ebenfalls eingegeben wird. Und was sich auch bestimmen und berechnen lässt, ist, dass minimale und maximale Betriebsspannungen eingehalten werden. Hier dargestellt die maximale Betriebsspannung der unterschiedlichen Netze. Das heißt, also in einem 380 kV-Netz darf die maximale Betriebsspannung 420 kV betragen. Und diese Berechnungen lassen sich in diesem vereinfachten Ersatzschaltbild sehr gut überschlägig durchführen. Wie erfolgt nun die Energieübertragung in Drehstromnetzen? Es erfolgt eine Umwandlung von mechanischer bzw. thermischer Energie in elektrische Energie durch Drehstromgeneratoren. Die Spannungswandlung auf höhere Spannung erfolgt durch Drehstromtransformatoren. Und ein Stromfluss lässt sich unterbrechen durch den Wechselstrom beim Strom-Null-Durchgang des jeweiligen Drehstroms auf dem Leiter. Der Transport von Primärenergieträgern über weite Strecken ist wirtschaftlich sinnvoll bei Energieträgern mit einer hohen Energiedichte, also insbesondere Steinkohle und Uran lassen sich sehr gut über sehr weite Strecken mit dem Schiff den Zug transportieren zu den Kraftwerken. Das ist sinnvoller als Leitungen über sehr, sehr weite Strecken zu verlegen. Das heißt, dass die Kraftwerke an den Standorten der Steinkohle- oder Uranförderung, das heißt also Australien, Kolumbien etc., stehen. Das ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Man kann die Primärenergieträger sehr gut transportieren. Die Großkraftwerke sind entstanden und entstehen weiterhin in der Nähe von den Großverbrauchern, den Industriebetrieben, das heißt mit hohen Lastdichten. Dort sind auch die Großkraftwerke zu finden und es wurden stufenweise regionale Teilnetze entwickelt, die den Strom weiterverteilen. Der Vorteil bei der Energieübertragung mit Drehstrom ist, dass sich der Ausgleich von Laständerungen sehr leicht auf Seite der Energieerzeugungsanlagen, das heißt in den Kraftwerken realisieren lassen, eben die Ausgangsleistung in den Kraftwerken geändert wird. Die Betriebsführung der Kraftwerke erfolgt durch die Vorgaben der Verbraucherlast. Auch diese lässt sich sehr gut und sehr präzise vorhersagen, sodass entsprechende Fahrpläne zum Betrieb der Kraftwerke definiert werden kann. Ähnliches gilt für die Einspeisung aus volatilen Energiequellen, Wind und Photovoltaik. Auch dort sind die Vorhersagen hinsichtlich der Stromeinspeisung für die nächsten 42 oder auch 48 Stunden so präzise, dass sich daraus sehr präzise Fahrpläne der fossilen Kraftwerke ergeben. Speicherung von Energie lässt sich dadurch realisieren, einmal, dass die Primärenergieträger gelagert werden können. Steinkohle, Uran lassen sich sehr leicht auch lagern zur Sicherung der Versorgung.
der Kraftwerke. Darüber hinaus können natürlich überschüssige Energiemengen in Pumpspeicherkraftwerken oder mittlerweile auch in Batteriesystemen gespeichert werden, um einen kurzfristigen Bedarf an elektrischer Energie zu gewährleisten oder zu decken. Das ist technisch und wirtschaftlich in den modernen Stromnetzen möglich, sodass sich daraus insgesamt ein technischer und wirtschaftlicher Vorteil von Drehstromnetzen ergibt hinsichtlich Erzeugung, Transport, Verbrauch, Lagerung und einer stabilen Versorgung mit elektrischer Energie. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Netztopologien vorgestellt, die im deutschen Stromnetz auftreten, angefangen mit dem Strahlennetz, darüber hinaus das Konzept von Ringnetzen sowie von Strang- oder Maschennetzen. Hier dargestellt der Aufbau des Strahlennetzes mit einer zentralen Einspeisestelle, ein Umspannwerk, das die Hochspannung umtransformiert auf die Mittelspannungsebene im Bereich von 10 bis 20 kV. Auf dieser Mittelspannungsebene können ebenfalls kleinere Kraftwerke, sowohl fossil als auch regenerative Kraftwerke, ins Mittelspannungsnetz einspeisen. Und dann erfolgt von der Mittelspannung aus strahlenförmig die Umtransformation von der Mittelspannung in die Niederspannung mit 400 Volt, hin zu den einzelnen Verbrauchseinheiten am Ende dieses Niederspannungsnetzes. Das heißt, der Verlauf der Leitung ist strahlenförmig von der zentralen Einspeisestelle hin zu den einzelnen Verbrauchern. Typischerweise finden sich diese Strahlennetze insbesondere im Niederspannungsnetzbereich mit 400 Volt zur Versorgung einzelner Straßenzüge oder kleinerer Ortsnetze, um aus der Hochspannung über die Mittelspannung in die Niederspannung zu kommen, um damit die Verbraucher zu versorgen. Ein weiterer Vorteil dieses Aufbaus eines Strahlennetzes ist, dass im Fall einer Störung sehr leicht Fehler identifiziert und behoben werden können, dadurch, dass an den einzelnen Leitungen die Fehler erkannt werden können, diese Leitungen repariert werden können im Störungsfall und es gleichzeitig aber nicht zu Störungen von parallelen Strahlen innerhalb dieses Netzes gibt. Beim Ringnetz erfolgt eine Einspeisung aus dem Hochspannungs- ins Mittelspannungsnetz über ein oder mehrere Stellen, das heißt verschiedene Umspannwerke, die die Hochspannung umtransformieren in die Mittelspannung mit einer Kopplung über Leistungsschalter, die den Strom dann in einzelne Ringleitungen weiterverteilen. Man sieht jetzt hier jeweils zwei Ringe, die ebenfalls über geschlossene Leistungsschalter mit elektrischer Energie versorgt werden. Diese Ringe versorgen dann die darunter liegenden Niederspannungsstrahlennetze. Ein Kurzschluss wird verhindert über offene Trennschalter, die dafür sorgen, dass es keinen Stromkurzschluss in den einzelnen Ringleitungen gibt. Der Vorteil ist bei diesen Ringnetzen, dass Verbraucher über mehrere Seiten, über zwei Seiten mit elektrischer Energie versorgt werden. Das heißt, im Störungsfall lässt sich die Energieversorgung über eine weitere Ringleitung sicherstellen. Typischerweise findet man diese Ringnetze in den Hochspannungsverteilnetzen bei 110 kV, in den Mittelspannungsnetzen sowie in großen Niederspannungsnetzen bei 400 Volt. Da auch dort eine Ringleitung zu einer Erhöhung der Versorgungssicherheit dient. Der Aufwand einer Regelung des Netzes ist natürlich höher als beim Strahlennetz, dadurch, dass darauf geachtet werden muss, dass die einzelnen Trenn- und Leistungsschalter entsprechend geschaltet sind, um keine Kurzschlüsse in den Leitungen zu verursachen und es damit zu einer Unterbrechung der Stromversorgung kommt. Schließlich erfolgt die Verteilung in einem Strang- oder Maschennetz als Verallgemeinerung von Ringnetzen mit mehreren Knoten und Zweigen. Hier dargestellt die Umspannstation vom Höchst- in das Hochspannungsnetz mit den Hochspannungsebenen. Drei Stellen, an denen die Höchstspannung in das Hochspannungsnetz eingespeist wird. Die Einspeisung erfolgt also in mehreren Punkten. An diese Strangnetze und das Maschennetz sind dann weitere Unternetze angeschlossen zur Umtransformation in die Mittel- oder entsprechend in die Niederspannung.
Der Vorteil dieses Strangnetzaufbaus ist erneut durch eine redundante Versorgung, lassen sich Störungen sehr schnell beheben im Stromnetz durch das Schalten der Leistungsschalter und entsprechend der Trennschalter, sodass eine Versorgung der unterliegenden Spannungsebenen über mehrere Verbindungen erfolgen kann. Das heißt, in diesem Fall die Verbindung dieses Bereiches erfolgt über die Umspannstation auf dieser linken Seite, dass der Strom über diese Leistungsschalter hier entlang fließt, hier ein offener Trennschalter, der verhindert, dass der Stromfluss verbunden wird mit der Leitung auf der rechten Seite, was es dann zu einem Kurzschluss und einer Unterbrechung der Stromversorgung käme. Der Nachteil natürlich ist, dass eine Netzsteuerung und ein Netzschutz deutlich komplexer wird. Diese komplexe Steuerung erkauft man sich immer mit einer deutlich höheren Versorgungssicherheit in diesem Höchst- und Hochspannungsnetz, sodass sich diese Strang- und Maschennetzstrukturen in den Übertragungs- und Verbundnetzen durchgesetzt haben. Wir sehen nun die Eigenschaften eines Verbundnetzes aus. Es kommt zu einem Ausgleich im Verbundnetz zwischen den einzelnen Kraftwerken auf Primärenergiebasis, das heißt also auf Kohlebasis, Gasbasis, auf Basis von Uran oder in den Erneuerbaren. Darüber hinaus erfolgt der Ausgleich auf Basis der Kosten, das heißt, dass die günstigsten Kraftwerke genutzt werden, sowie auf Basis technischer Leistungsparameter. Der Unterschied Ausgleich zwischen der Erzeugung und der Stromlast zwischen den einzelnen Netzen ist Aufgabe der Verbundnetzbetreiber. Das werden wir uns in einem späteren Video genauer ansehen, wie dieser Unterschiedsausgleich definiert wird, welche Regularien hier gelten. Regionale Abweichungen lassen sich innerhalb der Verbundnetze wesentlich besser ausgleichen als in den überregionalen Übertragungsnetzen auf der Höchstspannungsebene. Das ist in den Verbundnetzen auf Hoch- oder Mittelspannungsebene wesentlich leichter möglich, dort regionale Anpassungen vorzunehmen. Das heißt also, wir haben eine bessere Regelbarkeit durch den Leistungsaustausch bei Lastschwankungen, als wenn auf Höchstspannungs- oder Übertragungsnetzebene die Kraftwerke direkt geregelt werden, insbesondere im Störfall. Es muss weniger Regelleistung vorgehalten werden auf Seiten der Erzeugungsanlagen zur Stabilisierung. Über- oder Unterkapazitäten lassen sich abfangen in diesen Verbundnetzen, sodass dies dazu führt, dass das Stromnetz stabiler gefahren werden kann und sich dadurch eine Steigerung der Netzzuverlässigkeit ergibt. Schließlich lassen sich Investitionen in neue Kraftwerke reduzieren, indem ein Stromaustausch zwischen den einzelnen Verbundnetzen direkt erfolgen kann auf Mittelspannungs- oder Hochspannungsebene und nicht nur auf der Übertragungsebene. Das heißt also, dass die Verteilung der elektrischen Energie auf allen Netzebenen erfolgt, was natürlich die Regelung deutlich komplexer macht, aber dazu führt, dass weniger Reservekraftwerke vorgehalten werden müssen. Das führt, wie gesagt, jedoch zu einem gestiegenen Aufwand hinsichtlich der Koordinierung und der Regelung des Verbundnetzes. Aber dennoch ist diese Fahrweise bei der Verteilung auf Verbundnetzebene wirtschaftlich sinnvoller als das Vorhalten und Investieren in neue Kraftwerke, um im Störfall entsprechende Reservekapazitäten vorliegen zu haben. Wie lässt sich die Struktur der elektrischen Energieversorgung nun zusammenfassen? Es wird hauptsächlich Drehstromtechnik genutzt, da diese sehr verlustarm durch die Nutzung von Hochspannung über weite Strecken transportiert werden kann. Darüber hinaus kann sie sehr leicht erzeugt und auch wieder umgewandelt werden in mechanische Energie durch entsprechende Drehstrommotoren. Die Untergliederung der Netze in untergliederte Verbundnetze steigert die Stabilität und führt dazu, dass der Betrieb der Netze wirtschaftlicher ist. Jedoch ist der Regelaufwand deutlich größer als bei einer linearen Struktur von Netzen. Kontinuierlich muss eine Regelung des Netzes erfolgen, zum einen durch die Anpassung der Kraftwerksleistung, um die Netzfrequenz stabil bei 50 Hertz zu halten. Das heißt also, die Wirkleistung der Kraftwerke wird angepasst, gesteigert oder gesenkt, um die Frequenz bei 50 Hertz zu halten. Darüber hinaus muss die Spannung in den entsprechenden Spannungsebenen und die Spannungsamplitude gehalten werden. Dies erfolgt über die Blindleistungsregelung. Und
Wenn Netze mit unterschiedlichen Frequenzen oder leicht unterschiedlichen Frequenzen gekoppelt werden, wird dies typischerweise über Gleichstromübertragungsanlagen realisiert. Das heißt also, dass der Strom, der Wechselstrom auf Gleichstrom transformiert wird, dann gekoppelt wird und später wieder in den Wechselstrom zurückübertragen wird. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Art der Übertragung der elektrischen Energie. Hier sind auf den Fotos unterschiedliche Arten der Energieübertragung dargestellt. Auf der linken Seite die Höchstspannungsnetze, eine Dreiphaseübertragung bei 380 kV im 50-Hertz-Netz. Dann ein Hochspannungsmast mit Einzelsträngen hier dargestellt, zu übertragen. Hochspannungsnetz mit 110 kV und dann im Mittelspannungsnetz ebenfalls drei Phasen, die über die drei Kabel zu erkennen sind, im Bereich von 10 bis 20 kV. Typischerweise sind diese Kabel hier als Bündel oder als Einzelkabel bestehen aus einem Stahlkern hinsichtlich der Festigkeit zwischen den einzelnen Masten und verseilten Aluminiumdrähten zur Steigerung der Leitfähigkeit. Und dann haben wir auf der Übertragungsebene im Niederspannungsbereich Kupferdrähte, die eingesetzt werden bis 1 kV. Dort ist dann der Einsatz von Kupfer wirtschaftlich sinnvoller. Das heißt, die Umtransformation der Mittelspannung in die Niederspannungsnetze, die in den meisten Fällen unterirdisch oder im Erdkabel erfolgen, selten in Deutschland nur noch mit Freilandleitung, sodass dort dann die Kabel die Niederspannung mit 400 Volt zu den einzelnen Verbrauchern transportieren.